So, hallo, willkommen beim Challenger Programm, ich bin Challenger Programm und heute gibt es wieder eine neue Folge von Ark. Mit. Ja, mit mir, ne? Dem Schulinex. Schulinex. Ja, mein Vogel hat sich schlafen gelegt, ich weiß nicht, was da passiert ist. Mach doch ein Nickerchen. Aber wie viel Feder verloren hat, guck mal seine Feder. Ja. Richtiger Lappen. Dein Vogel so. Hat ein Nickerchen gemacht. Letztes Mal haben wir Futtertrog gebaut und so einen Schinken. Dieses Mal frage ich mich, warum ich so schwer beladen bin. Ja, die das Steine ist. Im Inventar ist. Ich biete die. Also, ich versuche jetzt mal meine Basis weiter aufzubauen, damit ich eine zweite Etage und ein Dach machen kann. Das wäre ziemlich nice eigentlich. Dazu brauche ja, ich noch ich auch, mehr das wäre voll nice von dir, Chippy. Eine große Mittel. Oh, ich kann noch Pfeile herstellen. Ich brauche noch Pfeile. Einen, zwei. Ich Fasern eigentlich noch dabei, Stroh noch, ja. Okay. Was so, ist wir das, machen was? Wir tun dasselbe hier. Wir farmen Holz, um unsere Strohwände zu Holzwänden zu machen. Und dann kann man ja eventuell drüber nachdenken, ob man da noch einen Anbau macht oder nicht. Was für ein Anbau? Im Haus. Irgendwie noch eine Etage oder so. Ach so, irgendwas. Das meinst du. Gut, na dann, Mary. Inventar. Ein Gewicht zunehmen. Und das Miet kann ich herausnehmen. Mary nimmt im Gewicht zu, sagst du? Nein, nein. Aber das ist aber. Das sagt man aber nicht, Spiel, ne? Das muss man einfach mal sagen. Echt, wieso nicht? Man sagt doch keiner Frau, dass sie zunimmt, Spiel. Naja. Man sagt doch nicht so, hey, Schatz, du bist aber dick geworden. Gut, das wird allerdings erklären, warum du Single bist. Lächerlich, Thomas. So ein Schultervieh, Level 28. Könnte man tamen, hab ich aber keine Lust drauf. So. Eins reicht. Gut, was brauche ich denn jetzt hier noch? Achso, ich habe Steine im Inventar, okay. Gebe ich die mal weg, so. Ich will auch ein Schultervieh machen, haben. Wo ich gerade bin, ist eins. Könnt ihr. Warte, wie langsam Mary rennt. Oh, ich finde, kann ich mal 7. Das werden zu viele Sachen, ich mach die jetzt trotzdem. Egal, du folgst mir jetzt einfach so. Ihm wird nicht den Metall öffnen. Verhalten, Folgen aktivieren. Und. Oh. Du bist du, Janni. Da bist du. Wie der Flugsauer sich immer noch schläft. Ja, man ist halt, ne, man merkt halt, es meint hier, ne, schläft halt viel. Jetzt werde ich viel schlafen, ne? So. So, was mache ich noch hier? Zwei Schränke? So, machen wir die, noch. Nur die rennen mir hinterher, okay, so. Passt. OP. Alter, wie die Bäume noch nicht gerespawnt sind oder so. Ja, wir leben in brutalen Zeiten, ne? Ja. Und wenn ich Holz. Schon mal hier hinten bin an Stein, kann ich eigentlich gleich mal gucken, ob ich noch an Metall. So, Level Up verfügbar. Dann mehr Gesundheit. Und was brauche ich denn noch? Wasserschlauch könnte ich mir ja auch mal machen. Puh, da wir eben oder was? Da wir eben Wasser immer sind, weißt du? Wandfackel, ein Pool, was? Was ist ein Pool? Wasserschlauch verliert auch im Laufe der Zeit Wasser, ne? Muss ja. Man sagen. Was sind das für Sattel, Mann? Reiter in einen Pulmonoscorpius. Okay. Ein Skorpion. Hast du was gegen Skorpione, Chippy? Pro Coptodon-Sattel. Nee, gegen Skorpione nichts. Ein Stegosattel. Ein Pachyrhinus-Sattel. Oh, easy. Was da alles für Sattel gibt. Ich weiß auch nicht bei allen Sachen, was das ist. Aber das werden wir schon irgendwie herausfinden. Kuppel jetzt erstmal zurück, total überladen. Irgendwie müssten wir mal so in den Wald da reingehen. Was es da überhaupt für Tier, was es da für Dinos gibt in der Nähe. Ich meine, wir sehen ja die Karte, ne? Da kann man auf jeden Fall ein bisschen was erkunden. Bisschen was. Hier läuft ein Fioma, na hallo. Man könnte dich grad tamen, aber ich bin gerade zu langsam. Ich bin zu langsam und Fiomas sind zu schnell. Was ist ein Fioma nochmal? Scheißer. Wird das so ein Stimbeeren oder scheiße wie ein Maschinengewehr? Also ein Düngergeber oder was? Ja. Ich hab grad bei uns an der Base rum. Oh, easy. Geht da ein paar Kreise.
Läuft gegen mein Haus, ich glaube, das ist ein Zeichen. Willst du zu mir gehören, Pioma, ja? Willst du in Team Sylinax? Wie es auf meiner Seite hier einfach keine Dinos mehr gibt, was? Und du, wenn es da einmal ein paar Meter weiter. Der ist von oben runtergesprungen. Der kam auch irgendwie aus dem Wald. Ach so, okay. Aber da er am Rennen ist, wurde er wohl von irgendwas angegriffen. Vielleicht von einem Wecken. Vielleicht von einem Raptor, vielleicht von einem Dillo. Wer weiß das schon? Ja, wahrscheinlich ist ein Raptor auf Jagd gegangen oder so. Ja, aber Peter Nordon pennt immer noch. Das pennt mega lange. Ja, ruh dich aus, Brudi. Gut. Er hat einen Headshot von dir kassiert. Und wo ist das Fiomia, von dem du geredet hast? Von auch noch, wo es hingelaufen ist. Schau mal, wie die zwei daherrennen. Aus dem Wald hinaus. Ja, was? Ach, da kommt die Mary. Janis kommt auch irgendwann bald. Bald. Wo sind die überhaupt? Da hinten. Warte, warte, die ist gleich da. Die siehst du gleich, die siehst du gleich. Wir gucken gespannt hin. Hey, wie Baby das? Okay. Also, siehst du, das sind meine Farmtiere. So, komm, ja, man merkt, sie sind effizient und schnell. Natürlich. Na, so, ja, ne. Wir brauchen hier erstmal nochmal zwei Schränke dazu. Und aus Prinzip. Warte, ich bin überladen. Halleluja. Warum machst du sowas? Ich weiß es nicht. Ich wollte einfach mal überladen sein. So. Was wollte ich gerade bauen? Ja, der wird schwer da reinzufinden. Das ist ja doof. Das ist ja doof. Das ist ja doof. Das ist ja doof. Verdammt. Können wir einfach noch einen Schrank hin? So. Erstmal husten. Erstmal kotzen. So. Was? Wow, what hat der hier getan? Das ist falsch rum, Bruder, was machst du? So? Wie dreht man eigentlich nochmal hier? Was X? Nee. Was? Du musst einfach nur nach hinten radeln. Nee, also, mit irgendeiner Taste geht das auch. Echt? Rechts liegt nicht. Ich bin aber immer noch nach hinten gerannt. So. F? E? Doch, mit E. Okay. Ich bin eh, dreht man's? Ja. So, machen wir das Haus mal ein bisschen holziger hier. Zack, zack. Wobei das Stroh auch irgendwie immer ganz stucklig aussieht. Eigentlich schon, ne? Hat schon, ja, schon Stil. So, wir müssen halt Todesholzsachen craften, um zu leveln. Aber es ist halt irgendwie auch blöd, alles nur zu machen, um zu leveln. Ach Gott, jetzt habe ich es in die falsche Richtung gebaut. Toll, Chuppi. Echt. Hast du toll gemacht. Ich weiß, danke. Was, habe ich nicht genug Holz? Ja, lächerlich. Mary, komm her. Nicht reiten. Wo muss ich die anschauen? Auf Mary reiten, das ist ja Wahnsinn. Lächerlich, Thomas. Da machen wir sie mit auf. So. Oh. Hä? Kackeier, Mann. Was denn? Ich hab eine Leiter gebaut und hat die Leiter ins Haus gesetzt. Klar, ich kletter erstmal gegen mein Dach. Läuft bei dem Spiel. Ah, das Bauen in Ark war schon immer ein bisschen tricky. Ein bisschen tricky alles. Merkt Chuppi auch schon langsam. Nein, aber. Das ist das easiest Bausimulator, den ich jemals gesehen habe. Ah, danke. Hat er sie mal gesetzt? Komme ich auch auf mein Dach drauf. Okay, haben wir dit. Wie hast du das gemacht? Hast du auf eine Wendeltreppe genommen, oder? Ja, hier draußen. In dem Kompost. Ach so, eine D-Leiter? Ja. Okay. Strohdach. Na, easy. Rabbidi-Rabbidi-Raptor. Ich glaube, wir müssen gleich nochmal losziehen. Bisschen Holzfarben noch gehen, oder? Ja, ich brauche noch ganz viel Holz und die Folge ist noch ganz lang und wir können auch voll viel machen. Stroh brauche ich noch. Warum liegt eigentlich Stroh? Ich weiß es nicht. Auch nicht.
Steine wieder ablegen jetzt. Zack. So. Rabbit, Raptor, dann let's go. Let's go, Fresh Tux. We need some wood. Du kannst eigentlich deinen Flugsaur mitnehmen und den befüllen. Ach, pack hier ein Holz rein. Sorry, er bewegt sich nicht mehr. Dann kannst du wieder nicht vom Himmel, muss ich ihn wieder runterholen. Der Chucky hat das gefallen, wie ich ihn vom Himmel geholt hab. Ja, das ist nice, gefällt mir. Ja, er wollte sich halt nicht zum richtigen Ort hinsetzen, ne? Ja, das ist das Problem an der Sache, ne? Da musste Thomas halt die Maßnahmen ergreifen. Manchmal muss man auch einfach durchgreifen, ne? Das ist wie bei der Kindererziehung. Manchmal gibt's auch Rückhand. Rückhand, Alter. Übertreibend. Chubby freut sich. Denkt komplett an seine Kindheit zurück. Lächerlich. Wow. Ja. Also wenn Thomas mal Kinder hat, ne? Easy Rückhand. Easy. Es ist gerade schwierig, so viel Holzsachen zu bauen, wenn mein Haus halt so klein ist. Ich brauche an sich nicht mehr so viel. Aber Decken brauche ich. Easy, let's go. Ja. jetzt muss er, ja. Ich muss einen Grund finden, EP zu machen. Damit ich mir bald Peter Nolan einen Sattel machen kann und der mich dann eh nicht tragen kann. Du bist einfach zu schwer für einen Peter Nolan. Ich muss einfach alles ablegen, was ich trage. So. Aber dann kannst du ihn fliegen. Dann kann ich mich ein bisschen umgucken. Wir bräuchten eigentlich zwei Peter Nolans, dann könnten wir gleich hier rauf fliegen und dann... Ja. Eine Rampe runterbauen, mit Pfeilern. Du mit den Pfeilern, ich schieb deine Pfeiler gleich sonst wohin. Ich bin ein großer Fan von Pfeilern übrigens. Weißt du, ich baue mir da ganz chillig und dann... So ein beschissenen Pfeiler nehmen wir da, Thomas, weißt du? Oh, der Regen hat endlich mal aufgehört. Wie oft es hier regnet und dann ist es dunkel und... Eigentlich ist es hier eigentlich nie so richtig schön, einfach nur, ne? Nicht wirklich, nun. Ja, wir sind ja auch schon mal überlegen, ob wir vielleicht umziehen demnächst sogar. Mal gucken. Ja, ich wechsle dann gleich die Kleidung. Okay, ne, okay. Ja, Chuppi zieht ins Schneegebiet jetzt schon, ne? Natürlich, ich habe Lederrüstung, das reicht, ne? Ah, ich kann mir Lederhandschuhe machen. Ich habe Chuppi auch über 100 Leder gegeben, dafür dass er mir eine Brust und Hose Schuhe gemacht. Und Stoffschuhe, weißt du, Stoffhandschuhe und Stoffkopf. Oh, Lederhut kann ich jetzt auch noch craften. Ich von ihm so eine richtige ranzige Ausrüstung für über 100 Leder. Chuppi war definitiv oder ist definitiv auf der Wirtschaftsschule. Hat er Data Dick Profit gemacht, von mir kriegt er gar nichts mehr. Was Dick Profit gemacht. Das hat keine Möglichkeit, Leder zu farmen und nutzt mich dafür aus, weißt du. Natürlich. Thomas, gehst du farmen, ich crafte? Was ist das für ein Sound? Achso, ich dachte mir, eine Bude steht zu sein. Ja, und dein Haus war schön, Chuppi. Das reicht dann auch, ne? Ja. Okay. Oh, schöne Strohsachen bekommen. Jetzt brauchen wir wieder Holz. Ein bisschen Holz habe ich hier reingepackt. Weiß man ja nur immer nicht, ob Chuppi mir schon abgezogen hat, ne? Chuppi ist ja so ein Langfinger im Spiel. Was denn? Ja, jetzt fragt er wieder ganz unschuldig. Mikrofon muted. Denn? Meinst du? Naja. Das sind die richtigen immer. Dann machen wir nochmal zwei Holzwände. Zack. Zack. So, jetzt brauche ich nur noch Holzdecken. Und zwar 6 Stück. Gut. Weiter geht's. Ich kann dir Dings geben, ich kann dir Holzschuhe geben, warte. Was für Schuhe? Holzschuhe. Ja. Holzschuhe. Um Steppen oder was? Die passen zu dir, ja. Easy, dann kann der alte Ranz weg hier. Der alte Ranz. Schmeißt den einfach weg eigentlich? Ja. Okay, dann wird das auch fallen lassen. Später hat man noch einen Industriezerkleinerer. Ich weiß gar nicht, ob du da die Stoffsachen reinschmeißen kannst und dann irgendwie nochmal Rohstoffe rauskriegst. Oder? Stoff ist ja jetzt nicht so. Ja, später hast du eine Sichel, dann kannst du bei den Büschen einfach nur die Fasern rausschlagen, relativ effizient. Das ist voll gut eigentlich. Mega gut. Die Sichel dauert, glaube ich, noch. Ich habe 83 Engram Points.
Wieso haben wir die anderen nicht im Stadion? Ich kann die Metall sicher lernen. Tschüss, Abolan. Das ist eine Armbrust. Ich kann eine Armbrust herstellen eigentlich. Ich auch. Aber es wäre das vorteilhaft. Die macht mehr Schaden, hat glaube ich aber nicht mehr Betäubungseffekt, wenn ich mich nicht irre. Also nicht mehr Betäubungseffekt? Also ich spiele immer mit der Armbrust, werde ich diesmal auch tun, aber angeblich nicht mehr betäubungseffizient. Okay, oh schade. Ich dachte, es ist mehr betäubungseffizient, deswegen. Jetzt schon oftmals war es ziemlich knapp, so zum Beispiel mit Wölfen oder Säbelzahntigern. Die waren halt schon komplett blutüberströmt, bevor sie dann endlich mal ohnmächtig geworden sind. Blutüberströmt, so kurz vorm Verrecken, oder? Ja. Ja, so, ich habe es immer ganz tricky gemacht. Ich habe mir so eine Falle gebaut, quasi ein Konstrukt, wo man von oben was reinschmeißen kann. Hab mir dann mit dem Argentavis mir die Wölfe geschnappt und hab sie da reingeschmissen und dann von außen einfach mit Betäubungsfeind zerschossen. Easy. Richtige Massentier halt, der Thomas. Ja, die Tiere brauchen das halt, ne? Ich sag dazu nichts. So, Innenverhalten. Voll. Man muss manchmal auch ein bisschen provozieren, ja? Mhm. Eigentlich müsste gerade Chupi das verstehen, ja? Allein schon seine Existenz provoziert. Existent. Da ist wieder ein Kristall gespawnt bei mir. Ich renn mal hin. Sofern mal dunkel ist. Ja, nur instant. Ich glaube, vorwärts auf uns, als wenn eine Lichtschalter aushören würde. Ja, sogar, jetzt ist dunkel, ne? Einfach aus dem Moment so. Zack. Da hat der liebe Gott das Licht ausgemacht. Ja, hey, hier ist ein Dino gespawnt gerade eben. Mega Fremarion. Hallo? Bist du verrückt? Ich geh down. Mary stirbt gleich. Mary? Was ist das für Ding, Mann, Alter? Ich hab keine Pfeile mehr. Mary ist tot. Alter, das ist dieses Rahmen-ähnliche Vieh. Mhm. Ja, vergisst man. Was ist das denn vergisst? Thomas? Sind relativ stark. Nein. Chuppi, hast du gerade echt dafür gesorgt, dass einer meiner Dinos getötet wird? Ja, Mary ist gestorben, ja. Janni auch gerade. Janni auch gerade? Ja. Weißt du, jetzt ist er geknickt, ja, aber Hauptsache mein Dino stirbt, weißt du? Gib mir kurz einen Raptor her. Nein, Chuppi. Mag es nicht. Chuppi! Ich baue mir Sachen wieder drauf. Ich schieß dich vom Raptor, Mann. Aber ich brauche meine Sachen und ich will den Kristall haben, Thomas. Mutter, sofort, Chuppi. Ich brauche da meine Sachen wieder. Ich pull ihn weg, Chuppi. Okay. Pull ihn in deine Base. Weißt du, ich wollte zum Kristall, aber der hat Betäubungsfall in sich, so 6 Stück oder so. Da kannst du knicken, Mann. Hallo, nein. Bumm. Ah. Alter. Ja, warte, ich bin gleich bei meinem Loot. Ich muss jetzt erstmal eine Ecke laufen hier. Ja, ist sicher mein Loot wieder. Wie unsere zwei Dinos gestorben sind. Ja, danke, Chuppi. Das ist kein Problem. Ich loot mal den Kristall. Na, ich komme mit ihm wieder zurück, ne? Am Bauplan für Dinosaurier-Tor. Alter, ist da keine Schreck? Ich zack in der nächsten Schildkröte, man fickt doch alles. Geh weg. Was wie ist denn hinten geblieben? Hatten. Alter Mann, da kommt das Vieh auf einmal mich zugedingst. Ich dachte. Nein, ich bin ja an dem Vieh vorbeigelaufen, aber dann kam Mary an dem Vieh vorbeigelaufen und das hat's dann getötet. Ja, das hatte ich auch oft schon mit Cutter. Ja. Also war mit Cutter unterwegs, war es immer irgendwas gestorben. ich meine, man kann es dem Chuppi ja nicht übel nehmen, er hat gar keinen Plan, aber. Er muss ja auch nicht meine Dinos nehmen. Ja, du hast lächerlich, man. Die standen gerade da, haben nichts zu tun gehabt, weißt du. Ich wollte mit den Farmen gehen. Und dann kommt mal so ein Ding da um die Ecke. Ich habe den Namen sogar schon vergessen. Wenn du den ersten Raptor hast, dann gehe ich mal auf T-Rex-Jagd, okay? Okay, kannst du mal einen Raptor mitnehmen, Thomas. Dann hast du mal einen Raptor.
Aber du gehst dann auch drauf, ne? So nimmer. Ist mir doch wurscht. Ich hab mein Loot wieder, aber dein Raptor bleibt tot. Behole du. Ja, Mary ist tot. Ich meine, streng genommen hatte sie das Leben wirklich nicht mehr verdient hier. Nein, sie hat dafür gesorgt, dass Hope 1.0 gestorben ist. Wie mache ich eigentlich Dächer? Ich hab die Dächer doch fertig. Bin ich bescheuert? Die kannst du mir geben, wenn du willst. Zeigst du? Gar nichts. Wie Holz, was da reingeflossen ist, Schuppen. Das juckt mir nicht. 240 Holz, also wenn du mir die gibst. Hahaha, der wird so gut. So, dann hier. Ich belohne dich dafür, dass du Mary getötet hast. Dankeschön, Dankeschön. Immer wieder gerne. Brauchst du eigentlich eine grüne Axt? Soll ich dir die craften? Ja, würde ich nehmen. Ich habe jetzt ein Bauteil gefunden, so einen Bauplan dafür. Level 34, Chippen. Das war alles? Das waren die Dächer? Die drei? Und 240 Holz, Chippen. Ja gut, okay, Dächer sind mega teuer. Ja. Ja, genauso viel wie Foundations halt, ne? So, dann ich verteile jetzt mal wieder Engram Points. Ich habe 90 Stück, ich kann langsam mal was machen hier. Neue Kristalle ist gespawnt in der Nähe. Warte, ich setze mich kurz auf meinen Raptor. Da vorne. Holst du den Kristall? Nein, ich stelle mich nur auf meinen Raptor, damit du ihn nicht nimmst. Wieso? So. Engram Punkte verteilt. Wieso, du? Aber wieso holst du die Dings nicht? Diese Kristalle? Was will ich damit spielen? Weiß nicht. Oh, Baumplattform aus Holz. Hätte natürlich auch Stil, sich da was zu bauen auf dem Baum. Was denn? So. Also auf dem Baum wäre echt stilisch, ja. Hätte schon Stil. Behemoth-Tor, ja, auch. Allosaurus. Ja, ich sehe hier relativ viele Dinge, die ich ganz gerne bauen würde. Das ist das Problem an der Sache. Ich habe so wenig, es ist so dunkel in meinem Haus hier. Gibt's keine Fackeln oder so viel drinnen? Wandfackel. Ach, Werkbank brauche ich dafür. Okay. Ja gut, dann stelle ich mal. Wie viel brauche ich denn für meinen Schmelzofen? Leder und 125 Steine brauche ich dafür. Okay. Dann gebe ich das mal wieder mal da rein. Ach nee, ich kann ja. Ich warte, mal baue ich ja noch ein paar Dings hier. Ein paar Holzdächer. Alter. Schon wieder die ganzen 20 Minuten, naja, die Zeit hier rennt, Schuppi. Ja, mega schnell, ne? Wenn man arg spielt irgendwie. Ja, stellenweise hat man dann halt noch gar nichts gemacht, ne? Was habe ich denn die Folge gemacht? Ich habe Dächer gebaut, die ich nicht brauchte. Ist gut. Fertig. Ich habe meine Basis erwartet. Bald habe ich meine Basis fertig. Ach doch, ich habe einen Dino verloren. Ich habe auch einen Dino verloren, ja. Ja, danke, Tupi. Ich habe einen XP-Dino verloren. Ja, scheiße, mein XP-Dino. Hm? Da ist auf deine XP-Demo. Demo. Demo. Demonologie. Machen wir es einfach so hier. Zack, gehst du da rein. Und du gehst auch da rein. Ich muss da ja. Brainstorm. Warum bin ich losgelaufen? Oh, hallo, Fio. Zack. Wo mache ich die Tür zu? Kann ich anspringen? Oh, es geht. Ich könnte eigentlich mal voll tricky machen mit dem Raptor. Du springst einen Fioma an, steigst dann ab und betäubst den einfach. Echt? Geht das? Und der liegt ja auf dem Boden und der Raptor steht drauf. Aber in dem Fall jetzt hat mein Raptor den Fioma aufgegessen. Lol. War der zu schwach, oder wie? Ja, ich bin draufgesprungen, hab ihn vernascht. Combat? Mortal Kombat. Aller Onkpack. So vergammeltes Fleisch, ja, genug. Dann brauche ich noch ein paar Narkobären. Und dann brauche ich wieder neue Betäubungspfeile. Und sie verschießt 6 Betäubungspfeile in diesen Kackding, da man nichts passiert. Juckt ihn halt überhaupt nicht. Das ist halt die Sache, ne? Du kennst die halt, die Dinos noch nicht alle. Nö. Und das Vieh ist echt strong, ja. Das Vieh ist echt strong, ja. Man selber reitet gar nicht mal so, aber.
Hat so einen Blutungseffekt, wenn es dich angreift. Das ist, das ist natürlich gut. Ziemlich fies. Raptor hat, glaube ich, eher keine Schnitte dagegen. Glaubst du nicht? Ich glaube nicht, ne. Ich glaube, Raptor sieht da eher alt aus. Okay. Ich dachte, dann kann man easy wegmachen oder so. Daher muss ich dich auch zurückrufen. Ne? Sonst hatte ich auf einmal keinen Raptor mehr. Nein, ich wollte ihn ja gar nicht bekämpfen. Ich hab einen Raptor an. Kannst du ihn zähmen? Warum noch ein Raptor? Könnte ich rein theoretisch, aber mein Raptor rasiert sich hier gerade durch. was wollte ich gerade machen? Ich habe ja Narkobären gefahren für mein Dings. Für meinen Mörser. Ja, dann Raptor werde ich doch. Was ist los bei dir? Gut, reicht, geht sich perfekt aus. Klar, das ganze verdorbene Fleisch. Alter. Was war weg? Der Frechtuchs ging es nicht mehr ganz so gut. Da wäre beinahe mein Raptor hab's gegangen. Der Level 4 Raptor hat irgendwie mega lange ausgehalten. Und Tux hat sich immer wieder weggedreht. Wenn er ins Wasser gerannt ist, hat sich Tux einfach weggedreht und hat sich schlagen lassen. Oh, juckt sie nicht halt, ne? War nicht ihr Problem. Oh, und schon weg, so. Hau mich doch, es ist juckt, ne? Aber ja, es hat sie verdammt nochmal gejuckt. Ich glaube, dieser Kano, den ich da auf der anderen Seite sehe, ist derjenige welche, der dich getötet hat mal, kann das sein? Glaubst du? Bestimmt, ja. Auf jeden Fall witzig. Safe hat er mich irgendwann mal getötet. Ich erinnere mich an die erste Lachfleisch-Folge. Welche Lachfleisch-Folge? Wurdest du von einem Kano getötet? Wurdest du von einem Kano-Tosaurus getötet, oder? Der erste Folge, von dem Sakko wurde ich getötet. Ach, Sakko? Nee, das war eine andere Folge. Nee, ich glaube, das war so ein Kano. Ich bin mir nicht mehr ganz so sicher. Ja, Altersschwäche und so. Ich kenne mich mit den Dienst nicht aus, Mann. Ja, ist okay. Komm. Ich bin kein Historiker. So. Die YouTube-Kommentare sind dann aber so. Was? Du kennst keinen Diabolotus? Ja, na. Du. Also ganz klar, das ist Fleischwasser, ne? Das ist ein Fleisch und in der Nacht isst er Pflanzen. Ende der Kaltezeit, ja. Genau. In der Nacht isst er Pflanzen und am Tag isst er Fleisch. Ja, natürlich! Natürlich kennt man den, Mann. Das ist halt ein Halbtags-Vegetarier. Nicht. Einer der bekanntesten Dinosaurier, die es gibt, ja, wie konntest du noch nicht kennen? Genau, die Hippocampus mit Nietzsche. den kenne ich. Das hat er mein Großvater im Garten. Ah, cool. Gut, dann würde ich mal sagen, das reicht für die Folge heute, ne? Ja, ich muss natürlich noch Sachen einräumen, ja gut, das kann ich auch ohne euch machen. Wenn Schuppi sagt, ist nicht mehr, dann ist es nicht mehr. Dann ist es auch nicht mehr. Okay. Du betäubst mich jetzt nicht nochmal. 28 ist der Schuppi. Ich will dir ein bisschen davon. Ja, du bist. Ich brauche ein bisschen länger. Ja, du levelst trotzdem schnell. Dafür, dass du neu bist. Lächerlich. Craften ist the way to go. So, hier, der ist schon 134, Thomas. Bald kann er dich auch tragen. Freust du dich über ein Level ab, ja? Ich krieg Kopfschmerzen. Ja gut, ne, dann war's das für die Folge. Ich werde jetzt noch die ganzen Sachen einräumen und so und schmarrn und werde das Metall noch wegschmelzen. Na, okay, dann das mache ich einfach mal auf Video. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal, Leute. Bis dann, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao, ciao. Macht's gut, ciao.